Moin Moin, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir und heute mal wieder einen Tag, was ich sehr witzig finde, weil als ich angefangen habe mit YouTube, dachte ich irgendwie, mich wird sowieso nie irgendjemand mal taggen und jetzt kommt das irgendwie so, ja so, schlagartig und ich finde das natürlich total schön, mich freut das, weil mir das super Spaß macht und ich glaube für euch ist es auch interessant, wenn ihr mich ein bisschen näher kennenlernen könnt. Ich wurde diesmal von Maria getaggt. An dieser Stelle liebe Grüße an dich. Und zwar ist es der This or That Tag. Das ist ja schon eine Aufgabe, das überhaupt richtig auszusprechen. Und ich würde sagen, das sind so viele Fragen. Wir fangen auch gleich mal an und ich antworte einmal kurz und knapp, damit das auch für euch nicht zu langweilig wird. Erste Kategorie, Make-up. Definitiv Blush, weil Bronze benutze ich nicht ganz so oft, weil es bei meinem runden Gesicht einfach nicht so aussieht. Deshalb Blush. Dann lieber Concealer. Das ist irgendwie eine blöde Frage, weil ich immer beides in Kombination benutze. Aber wenn ich die Wahl hätte, dann lieber Eyeliner. Schwer, ne? Es kommt ja ganz aufs Outfit drauf an. Aber dann lieber. Was war zur Auswahl? Natürlich. Pinsel. Zweite Kategorie: Nägel. Das ist schon wieder so eine blöde Frage, weil ich benutze weder das eine noch das andere. Aber wenn ich die Wahl hätte, dann lieber Essence. P2 finde ich gar nicht gut. So ein Mittelding. Ich habe sie jetzt auch. Ich weiß nicht, sieht man das? So mittellang, also ganz lang mag ich nicht, Stiletto mag ich auch nicht, ganz kurz sieht auch wieder nicht schön aus, so ein Mittelding. Aber wenn ich die Wahl hätte, dann lieber lang. Auf jeden Fall natürlich. Hell. Nein. Billig. Dritte Kategorie, Körper. Parfüm. Lotion. Ich habe das Gefühl, mit Bodybutter cremt man sich 5 Stunden ein, weil man die überhaupt nicht verteilt kriegt. Vielleicht hatte ich auch immer die falsche, ich weiß es nicht, aber ich mag es einfach nicht so. Duschgel. Dusche. Badewanne ganz selten mal. Ganz, ganz selten. Vierte Kategorie, Mode. Da ich generell keine Jeans trage, dann halt eher die Jogginghose. Auch wenn ich damit jetzt nicht ins Kino oder so gehen würde. Also da schon eine Normalhose. Ich bin eher die Rockträgerin. Rock. Gar nichts von beiden. Oh, finde ich beides ganz furchtbar, aber dann eher Streifen. Karos, das geht gar nicht. Finde ich. Entschuldigung, alle Karo-Träger da draußen. Flipflops. Schal oder Hut ist eine schwierige Frage. Hüte trage ich nicht, aber wenn das jetzt, wenn ich es ein bisschen umwandeln darf in Schal oder Mütze, dann auch beides. Ach, scheiße, das ist echt schwierig. Dann eher Schal. Armband. Ketten trage ich auch, aber nur zu besonderen Anlässen und dann eher Armband. Ich habe jetzt auch gerade eins an. Ich weiß nicht, wollt ihr das mal sehen? Das ist so ein ganz, ganz, ganz dünnes Goldkettchen. Da steht mein richtiger Name drauf. Das habe ich damals, meine ich, zur Taufe bekommen. Definitiv Kapuzenpulli. Ich liebe die Dinger. Also das ist eine Erfindung. Das ist einfach das geilste Kleidungsstück überhaupt. Ein riesiger Pulli mit riesiger Schlabberkapuze. Geht nichts Geileres. Da fiel mir doch glatt der Ohren raus. Landete im Ausschnitt. Da ich die Qualität bei H&M manchmal sehr fragwürdig finde, würde ich dann eher C&A sagen. Haben wir hier am Arsch der Welt leider beides nicht, deshalb kann ich auch nicht wirklich was dazu sagen. Ich habe da noch nie was eingekauft und ich glaube auch nicht, dass mir da wirklich Sachen passen würden. Keine Ahnung. Fünfte Kategorie, Haare.
Ich habe wirklich schon alles ausprobiert, Dauerwelle, Föhnwelle, Haare glätten und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, dass ich für mich selber lieber glatte Haare mag. Generell lieber zusammen. Ich mag beides nicht, aber dann eher Haarspray. Haargel habe ich, glaube ich, noch nie benutzt. Lang. Ich möchte meine langen Haare wieder haben. Ich habe sie mir abgeschnitten. Anfang des Jahres von fast, waren es 85 oder 90 cm auf so kurz unter Schulter. Und ich habe es nach 2 Wochen bereut. Ich lasse jetzt wieder so lang wachsen. Tuckel. Habe ich beides schon gehabt. Bei mir persönlich sieht besser aus ein seitlicher Pony. Und die 6. Kategorie, Sonstiges. Sonne! Sommer. Jetzt fällt mir schon wieder dieser scheiß Ohrring raus. Mann, ich sollte vielleicht echt mal welche reinmachen, hier sind Hinterdinge. Egal. Ich glänze wie eine Speckschwarte. Herbst. Vanille. Vanille? Vanille? Vanille. Oh. Chips. Ja, meine Lieben, das war's auch schon. Das waren die Fragen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen mehr über mich erfahren. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht manche Sachen auch schon in vorherigen Videos gesagt habe. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Ich würde mich freuen, zeigt das Video weiter. Ihr wisst ja, wie das geht. Folgt mir auf den ganzen anderen Plattformen. Das hatte ich euch im letzten Video auch schon erzählt. Falls ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, das ist der Vlog über meinen Kuba und Urlaub in einem. Kurlaub. Über meinen awesome. Über meinen Kuba. Ist doch nicht zu fassen, oder? Über meinen Kuba-Urlaub. Dann guckt unten in die Infobox, klickt darauf, da könnt ihr den Link zu dem Video finden. Ansonsten muss ich ja auch noch jemanden taggen, ne? Genau, ich tagge diesmal Nina Kutschera, die süße Maus, die hoffentlich bald mit mir zusammen ein Video macht. Wenn das alles so klappt, wir gucken mal. Und dann tagge ich einmal Cinderella. Seid gegrüßt, ihr beiden, und ich hoffe, ihr macht mit. Ansonsten könnt natürlich wie immer alle mitmachen und mir die Videoantwort in die Kommentare posten. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Heute ist Sonntag, wahrscheinlich seht ihr das Video erst später. Aber egal, ich rede wieder viel zu viel. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, tschüss!